Hallo und herzlich willkommen hier bei Modellbahn Union. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wieder eine Produktpräsentation der Firma Viessmann. Ich habe ihn hier schon hingestellt. Es ist ein Gleisrobel von der DB Netz und den werden wir uns heute genauer anschauen. Was kann er, was macht er, wie hört es sich an, das alles gleich im Video. Aber erst einmal, ihr kennt es, erstmal was kurz zum Vorbild. Woher kommt der Name Robel eigentlich? Dann, wie gesagt, schauen wir uns das Modell im Einzelnen an. Dann geht es in die freie Wildbahn, wo wir uns die einzelnen Funktionen, sei es Sound oder sei es auch die Bewegung im Einzelnen anschauen. Und dann zum Schluss kommt dann natürlich noch mein Schlusswort. Also lasst uns keine Zeit verlieren und lasst uns loslegen. Beginnen wir also mit dem Vorbild. Starten möchte ich aber erst einmal mit der Geschichte, die dahinter steckt und vor allen Dingen, wo kommt der Name Robel her? Das alles geht sehr weit zurück und zwar das heutige Unternehmen Robel, so wie wir es auch kennen, geht auf die 1875 in München gegründete Feilenfabrik Georg Robel zurück, daher also der Name. Die 1901 von Karl Langkammer übernommen wurde, der die Produktion um handbetriebene Gleisbaumaschinen erweiterte und die Firma in Gleisbaumaschinenfabrik Georg Robel und Co. umbenannte. Die ersten selbstentwickelten Gleisbaumaschinen wurden 1908 auf einer Tagung des Internationalen Straßen- und Kleinbahnvereins präsentiert. In den Folgejahren nahm Robel an weiteren Maschinenausstellungen teil. Bis 1926 wuchs die Belegschaft auf sage und schreibe 300 Mitarbeiter. Die Produktpalette wurde in den 1930er Jahren um Feuerspritzen erweitert und nach dem Zweiten Weltkrieg begann das Unternehmen mit der Herstellung von Gleiskraftwagen und stationären Maschinen. 1989 wurde die Fertigung der Robel-Maschinen in das 1964 in Freilassing ansässige Werk Deutsche Plasser verlegt. 10 Jahre später folgte dorthin dann auch die Verwaltung. Im August 1999 wurde dann das Unternehmen umbenannt in Robel Bahnbaumaschinen GmbH. Mit der Fusion dieser zwei Unternehmen hat man dann in den Folgejahren beschlossen, das Ganze zu erweitern und zu vergrößern. Und so hat man in den Jahren 2003 und 2004 die Montagehalle vergrößert, ein Schulungsgebäude errichtet, die Schlosserei vergrößert, die Montagehalle verlängert und das Lager vergrößert. 2015 wurde eine neue, moderne Lackieranlage in Betrieb genommen und 2004 betrug die Zahl der Mitarbeiter 330. Es gab mehr als 100 Baumuster und es wurde zu dieser Zeit bereits in 70 Ländern weltweit exportiert. Gehen wir noch kurz ein wenig auf den Robel ein und schauen uns ihn auch ein wenig genauer an. Wir hier haben ein Robel des Level 2. Es gibt noch ein Robel der Level 1 und Level 3. Level 3 ist mit einer der modernsten Robel, die es gibt, wo dann natürlich auch die Technik ein wenig ausgereifter ist und auch ein wenig mehr Anbauaggregate zur Verfügung stehen. Hier beim Level 2, das ist im Prinzip noch so die Allzweckwaffe, wo man so ziemlich alles mitmachen kann. Und Level 1, das sind Robel zum Beispiel für den U-Bahn-Verkehr, als Bergungsfahrzeuge etc. Und also praktisch mehr für den Untergrund. Wir also hier Level 2. Was haben wir hier? Wir haben hier einen 12-Zylinder-Dieselmotor mit 750 kW. Wir haben ein Fahrzeug mit Einzelachsfahrwerk. Wir haben eine sehr hohe Motorisierung, was 100 km/h hergibt. Wir haben 45 Tonnen Gesamtgewicht. Je nach Zuladung oder Beladung des Fahrzeuges variiert das. Wir haben eine maximale Zuladung von 5 Tonnen. Das findet dann alles hier auf dieser Ladefläche statt. Wir haben ein feinfühlig steuerbares Hydrostatik-Antriebsaggregat. Wir haben die Möglichkeit, den Dauerbetrieb zu nutzen im Kriechgang, das heißt Kriechgang langsamer als beim Gehen, das heißt, dass man sozusagen neben dem Fahrzeug hergehen kann und da arbeiten kann. Wir haben das Gesamte ist mehrfach traktionsfähig. Wir haben einfaches Be- und Entladen durch abklappbare Seitenwände, wenn man da halt mal was vom Gleis halt aufladen will. Und wir haben einen zusätzlichen Retarder zur Erhöhung der Bremskraft. Also ihr seht es, sehr, sehr viel steckt in diesem doch sehr kleinen und unscheinbaren Fahrzeug und das soll es auch erstmal gewesen sein zum Vorbild. Jetzt schauen wir uns das Modell hier in 1:87 an und finden heraus, was das so alles kann. Wir haben hier im Modell den Gleiskraftwagen Robel 54.22 mit der Artikelnummer 2620. Das Fahrzeug ist von der DB Netz Instandhaltung in der aktuellen Farbgebung gelb gehalten. Was
bietet uns dieses Modell? Wir haben hier erst einmal einen Niederflurmotor eingebaut. Den kennen wir ja schon aus einem vorherigen Video, wo ich den Anhänger vorgestellt habe, der diesen Motor auch schon verbaut hat. Den finden wir also 1:1 hier unter dem Gleisrobel wieder. Dann haben wir auch hier verbaut einen Energiespeicher, der ermöglicht halt das Fahren auf dreckigem Gleis oder vielleicht auch auf kurzen stromlosen Abschnitten. Ich denke da an nicht polarisierte Weichenherzen, wo der Wagen dann einfach schön gleichmäßig rüberfahren kann. Wir haben auch hier Railcom-fähig. Wir haben beide Systeme, DCC und das Motorola-System, wo wir damit fahren können. Den Wagen, den wir hier haben, das ist natürlich wieder ein Soundmodell für Gleichstrom, also sprich zwei Leiter. Es gibt den auch noch in einem anderen Design mit der Artikelnummer 2621. Da ist das im Prinzip 1:1 das gleiche Modell. Zwei Leiter mit Sound, mit allem drum und dran. Allerdings dann nicht für die DB Netz, sondern für die ÖBB, für die Österreichische Bundesbahn. Dann gibt es das Ganze noch mit der Artikelnummer 2618 mit einem Prüfpantographen, der sich hier vorne auf dem Dach befindet und jetzt fällt ja alles um und einem Arbeitskorb, der sich im Prinzip dann hier statt des Krans befindet. 2619 ist das gleiche mit Prüfpantograph und Arbeitskorb für unsere Wechselstromfahrer, also sprich für AC. Und dann gibt es noch mit der Artikelnummer 2600 ein Robel-Modell, allerdings dann nur ein Standmodell ohne Motor. Für dieses Modell eignet sich dann der Niederbordwagen, den ich im letzten Video schon vorgestellt habe. Den kann man dann theoretischerweise einfach da hinten dran anschließen und man kann damit durch die Gegend düsen. Mit dem Robel haben wir aber auch die Möglichkeit, Waggons zu ziehen oder zu schieben. Kein Problem, wir haben vorne wie hinten eine Kupplungsaufnahme nach NEM 362. Wir haben hier eine Kurzkupplungskinematik ebenfalls verbaut. Und wenn man Wagen damit fahren möchte, empfiehlt Fissmann da Zusatzgewichte zu verwenden. Die kann man ganz einfach auf die Ladefläche stellen. Und zwar ist es die Artikelnummer 2110 von Fissmann. Das sind zwei Zusatzgewichte. Einmal sind es 26 Gramm und einmal 35 Gramm. Die maximale Zuladung für den Gleisrobel empfiehlt Fissmann 150 Gramm. Eine weitere Besonderheit neben dem patentierten Unterflurantrieb, den wir ja hier verbaut haben, ist hier hinten sehr auffallend der Kran. Der Kran hat nämlich die Möglichkeit, sich nach links und rechts komplett frei zu bewegen und wir haben die Möglichkeit, entweder links neben das Fahrzeug oder rechts neben das Fahrzeug den Ausleger abzusenken und bzw. anheben zu lassen. Soll einfach simulieren, dass man da irgendetwas ablädt oder irgendetwas aufnimmt und dann hier auf die Ladefläche absetzt. Wie das alles aussieht, das sehen wir gleich, wenn wir in die freie Wildbahn gehen. Jetzt schauen wir uns das Modell etwas genauer aber erstmal weiter an. Und zwar drehe ich das mal so, in der Hoffnung, dass mein Kameramann das auch gut draufkriegt. Und zwar schauen wir uns hier vorne mal den Führerstand an. Der Führerstand, muss ich ehrlich sagen, ist hervorragend umgesetzt. Er ist sehr feinst detailliert. Wir haben auch hier vorne einen Lokführer drin sitzen. Man sieht, dass er einen Latzanzug anhat. Man sieht wirklich alles sehr, sehr schön im Detail. Auch das Führerpult ist sehr fein detailliert. Auch, dass der Lokführer so quer in Fahrtrichtung sitzt, das ist richtig, so sitzen die wirklich. Dann haben wir hier vorne einen kleinen Tisch, daneben ist ein weiterer Arbeiter. Beide sind super feinst detailliert. Auf dem Tisch sehen wir sogar einige Dinge liegen. Ich glaube, das ist Werkzeug und eine Zeitung. Wir haben hier Führerstandsbeleuchtung, wir haben hier oben ein gelbes Rundumlicht, was digital schaltbar ist. Wir haben auch die Aufbauten, alle im Vorbild. Wir haben hier die Klimaanlage, die Hupe. Es ist wirklich sehr schön umgesetzt. Wir haben hier vorne auch eine Kupplungsaufnahme nach NEM 362 mit Kurzkupplungskinematik. Kupplung ist aber hier jetzt nicht verbaut. Wir haben hier ein Dreilicht-Spitzenlicht, auch ein Zweilicht-Schlussleuchte. Und das Ganze gibt es natürlich auch auf der anderen Seite. Da haben wir natürlich hier vorne diese Zusatzscheinwerfer, wo einmal außen das Spitzenlicht und innen dann das rote Licht ist. Und hier oben hinter dem Führerstand sozusagen auch das dritte Licht von dem Dreilicht Spitzenlicht ist, weil ein Spitzenlicht muss immer drei Leuchten in Form eines A haben. Hier hinten ebenfalls wie vorne eine Kupplungsaufnahme. Hier haben wir bereits eine Kurzkupplung verbaut, um halt kleine Wagen oder dran anzuhängen. Das mit der Zuladung und dem Gewichten, das habe ich ja eben erzählt. Ja, was gibt es noch? Wir haben, wie eben ja schon gesagt, den Unterflurantrieb. Wir haben hier einen Energiespeicher verbaut und wir haben hier auch für Railcom
alles vorbereitet. Also im Prinzip das Rundum-Sorglos-Paket. Bei unserem Robel haben wir zwei Möglichkeiten, und zwar einmal den Analogbetrieb und einmal den digitalen Betrieb. Klar, dass natürlich mehr Funktionen im digitalen Betrieb zur Verfügung stehen, aber kurz zur Auflistung, welche Funktionen in welchem Betrieb zur Verfügung stehen. Im Analogbetrieb haben wir den Fahrmodus vorwärts-rückwärts, die Bewegung des Kranarms ist möglich, die Warnblinkleuchte und die Kabinenbeleuchtung wie auch der Sound sind aktiv. Der Sound ist hier bei der Lautstärke einstellbar über die CVs. Das Licht ist aktiv. Und beim Digitalbetrieb haben wir natürlich auch den Fahrmodus vorwärts-rückwärts. Schaltbare Funktionen sind dann die Bewegung des Kranarms über Fahrregler, Warnblinkleuchte, Kabinenbeleuchtung, der Sound, auch hier wieder einstellbar über die CVs die Lautstärke, die Pfeife, der Kompressorsound und das Licht. Erwähnenswert hier auch natürlich noch die Maße. Wir haben hier Länge über Puffer, 13,4 cm, wir haben eine Breite von 3,6 und eine Höhe von 4,8 cm. So, das war's aber jetzt erst einmal mit der Theorie. Jetzt geht's in die freie Wildbahn, wo wir uns die Funktionen dieses kleinen Robels mal ein wenig genauer anschauen. Am Ende des Videos sind wir angekommen, Freunde, und das war's. Ich hoffe, es hat euch wiedermals gefallen. Ein sehr hervorragendes Produkt der Firma Fissmann, wie ich finde, darf eigentlich auf keiner Anlage fehlen. Solltet ihr jetzt noch Fragen zu diesem Produkt oder generell zu irgendwelchen Themen von uns haben, gerne eine E-Mail an uns oder auch unten die Kommentarfunktion nutzen. Das war's von mir. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin sage ich Tschüss.